Entschuldigung, hätten Sie kurz Zeit für eine Umfrage? Es geht um das Sexualverhalten von Männern über 40. Okay. Ja. Was sind für Sie die drei wichtigsten Dinge, die eine erfüllte Beziehung ausmachen? Reihenfolge egal. Sex. Also auf jeden Fall Sex. Guter Sex. Ja, das waren schon die drei wichtigsten Dinge. Finden Sie die Vagina einer Frau ästhetisch? Ich könnte darin versinken wie in einem Gemälde von Picasso. Sie haben einen Kaffee noch gar nicht getrunken. Und Sie studieren was? Ich habe Psychologie studiert. Ich bin total fasziniert von Psychologie. Ich auch. Ich habe Germanistik studiert. Zwei Wochen. Onanieren Sie? Nur aus Verzweiflung. Sind Sie schon einmal fremdgegangen? Nein. Sie? Bis jetzt noch nicht. Denken Sie beim Sex mit Ihrer Partnerin an andere Frauen? Bis jetzt noch nicht. Das heißt, dir ist langweilig mit ihm. Nein, er. Er langweilt sich zu Tode. Und dann heuchelt er immer Interesse und glaubt, ich merk's nicht. In Wirklichkeit haben wir überhaupt nichts mehr gemeinsam. Ich hasse diese öden Gespräche. Der lässt mich nicht schlafen. Das Einzige, was uns beiden Spaß macht, ist der Französischkurs. Also natürlich ist es ein bisschen irrational. Aber ich glaube eben, dass es auch Sachen hinter den Sachen gibt, die wir sehen und die wir nicht erklären können und die trotzdem funktionieren. In Wirklichkeit ist es völlig egal, was einem hilft. Wenn dir was Halt gibt in deinem Leben, dann ist es das Richtige. Ob das die Schul- oder die Alternativmedizin ist, Jesus Christus oder Feng Shui, völlig egal, wenn es hilft. Nur reinkippen darf man halt nicht und sich das Gehirn waschen lassen. Aber sonst ist alles okay. Alles okay? Ja, Nachricht auf der Mobilbox, völlig unwichtig. Tarot zum Beispiel. Ja, ich habe Betriebswirtschaft studiert und ich lege Tarotkarten, weil es mir hilft. Echt? Du legst Tarotkarten? Dumm, oder? Nein, das ist super. Tarot ist super. Legst du mir die Karten? Gerne. Was machst du heute Abend? Ich finde es wunderbar, dass du so feinfühlig bist. Philipp, gib das her! Das ist ein Erinnerungsstück von meiner Großmutter. Ja, aber du wolltest es wegschmeißen, wie sie gestorben ist. Ja, weil es schier ist. Ja, und trotzdem bist du es mir nicht vergönnt. Aber es gehört mir, weil das meine Großmutter war. Und weil, jetzt ist. Ja, gratuliere. Du interessierst dich einen Scheiß für mich. Ich bin dir scheißegal. Du weißt gar nicht.